Mögest du in interessanten Zeiten leben. So lautet ein chinesisches Sprichwort. Aber ich glaube, so interessant wie die Zeiten momentan sind, haben wir sie uns gar nicht gewünscht. Na, und so steht uns auch ein Osterfest bevor, das wir alle auf diese Art und Weise wahrscheinlich noch nicht erlebt haben. Das hindert mich aber nicht daran, mich zurückzuziehen und euch auch an diesem besonderen Wochenende wieder einige Gedichte vorzulesen. Und heute gibt es Lyrik von Rainer Maria Rilke aus dem Stundenbuch. Eine durchaus von christlicher Mythologie geprägte Gedichtsammlung, die zwischen 1899 und 1903 entstanden ist. Viel Vergnügen. Ich habe Hymnen, die ich schweige. Es gibt ein Aufgerichtetsein, darin ich meine Sinne neige. Du siehst mich groß und ich bin klein. Du kannst mich dunkel unterscheiden von jenen Dingen, welche knien. Sie sind wie Herden und sie weiden. Ich bin der Hirt am Hang der Heiden, vor welchem sie zu Abend ziehen. Dann komm ich hinter ihnen her und höre dumpf die dunklen Brücken. Und in dem Rauch von ihrem Rücken verbirgt sich meine Wiederkehr. Wir bauen an dir mit zitternden Händen. Wir türmen Atom auf Atom. Aber wer kann dich vollenden, du Dom? Was ist Rom? Es zerfällt. Was ist die Welt? Sie wird zerschlagen. Eh deine Türme Kuppeln tragen, eh aus Meilen von Mosaik deine strahlende Stirne stieg. Aber manchmal, im Traum, kann ich deinen Raum überschauen, tief vom Beginne bis zu des Daches goldenem Grate. Und ich sehe, meine Sinne bilden und bauen die letzten Zierate. Und doch, obwohl ein jeder von sich strebt wie aus dem Kerker, der ihn hasst und hält, es ist ein großes Wunder in der Welt. Ich fühle, alles Leben wird gelebt. Wer lebt es denn? Sind das die Dinge, die wie eine ungespielte Melodie im Abend wie in einer Harfe stehen? Sind das die Winde, die von was und wen? Sind das die Zweige, die sich Zeichen geben? Sind das die Blumen, die die Düfte weben? Sind das die langen, alternden Alleen? Sind das die warmen Tiere, welche gehen? Sind das die Vögel, die sich fremd erheben? Wer lebt es denn? Lebst du es, Gott, das Leben? Die Städte aber wollen nur das ihre und reißen alles mit in ihrem Lauf. Wie hohles Holz zerbrechen sie die Tiere und brauchen viele Völker brennend auf. Und ihre Menschen dienen in Kulturen und fallen tief aus Gleichgewicht und Maß und nennen Fortschritt ihre Schneckenspuren und fahren rascher, wo sie langsam fuhren und fühlen sich und funkeln wie die Huren und lärmen lauter mit Metall und Glas. Es ist, als ob ein Trug sie täglich äffte. Sie können gar nicht mehr sie selber sein. Das Geld wächst an, hat alle ihre Kräfte und ist wie Ostwind. Groß. Und sie sind klein und ausgeholt und warten, dass der Wein und alles Gift der Tier- und Menschensäfte sie reize zu vergänglichem Geschäfte. Ihr Mund ist wie der Mund an einer Büste, der nie erklang und atmete und küsste.
Und doch aus einem Leben, das verging. Das alles weise eingeformt empfing und sich nun wölbt, als ob er alles wüsste. Und doch nur Gleichnis ist und Stein und Ding. O, wo ist er, der Klare hingeklungen? Was fühlen ihn, den Jubelnden und Jungen, die Armen, welche harren nicht von fern? Was steigt er nicht in ihre Dämmerungen, der Armut, großer Abendstern? Das war die 5. Folge von Lyrik unter besonderen Umständen. Danke fürs Zusehen, liken, abonnieren, teilen und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund!